Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gestrandet. Heute in einer kleinen neuen Zusammenstellung, nämlich mit Nephias. Hallo. Und mit Gurubai. Hallo. Und, klein, aber stetig bekannt. Klein. Man kennt uns ja auch nicht so in der Zusammenstellung. Nee, man kennt uns ja auch nicht so in der Zusammenstellung. Wir haben gedacht, es könnte ganz witzig werden. Gucken wir mal. Wir kennen uns ja nicht. Eigentlich ist der Nephias ja nicht so sympathisch mir jetzt persönlich. Okay, aber hallo, ich bin der Guru, weil ich mache auch. Ich finde das übrigens nicht toll, dass ihr mein Bett auseinandergezogen habt, mein Dreierbett. Das war ich nicht. Ich habe nicht mal eins gekriegt. Ich wollte mit Julia in einem Bettchen schlafen. Das wurde auch geklärt, dass du und ich neben Julia schlafen. Ja, eben. Nephi, deine Freundin hat bei uns angerufen und die hat gesagt, wir sollen das mal bitte ausmachen. Nee, Horch und Max waren einfach eifersüchtig. Es war echt geil in der Folge, oder? Ja. Ja, Julia, du schläfst in der Mitte und Goro und ich daneben. Und Horchi so und ich. Horchi schläft auf dem Boden. Und McFly so, ja, und ich schlaf gar nicht, oder was? Und Horchi schon so, na, 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 na. Ach, so schön. So, der Chef läuft hier rum, er dreht hier seine Runden. Drei Fragen stehen am Bett. Brett. Ja, ich könnte auch noch welche dazu packen, aber mache ich beim nächsten Mal. Ich könnte auch noch. Ich muss mir die halt vorher rausschreiben oder so. Wir sollen ja nicht nur nicht irgendwelche Fragen hinmachen, sondern gute Fragen. Ja, genau. Ja, eben. Das muss ich habe hier eine gute Frage, finde ich. Die kann ich euch mal stellen, zumindest schon. Aber was sind gute Fragen? Das ist immer so eine Sache. Zum Beispiel finde ich, also ja, ich finde die ganz, welche, ganz gut hier. Die nicht heißen Nephias, wieso bist du so sexy? In welcher Buch-, Film- oder Spielewelt würdet ihr gerne mal wiedergeboren werden? Buch-, Film- oder Spielewelt? Also in welcher fiktiven Welt würden wir gerne mal wiedergeboren werden? Irgendwo, was mit Drachen ist. Ich liebe Drachen. Das ist eine gute Frage. Ja, siehste. Ich würd irgendwas mit Drachen nehmen. Irgendwas mit Drachen? Ich fand Drachen. Also wo Drachen, also wo, so wo, böse wo man Drachen, aber wo man aber mit Drachen zusammenlebt, so. Also nicht wo die so die bösen Monster sind, sondern. Nein, wo der Mensch mit dem Drachen zusammenlebt. So. Ich kann jetzt nur gerade kein Beispiel nennen. Aber sowas finde ich mal geil. Und da reitest du dann auf deinem weißen Einhorn. Also auf Drachen reiten und so. Nee, auf Drachen. Finde ich immer geil so. Ich würde glaube ich. Was ist denn geil? Es gibt viele geile fiktive Welten, ne? So die Welt von One Piece oder so ist ganz geil. Zu stressig. Ich glaube, also mir hat er immer schon. Ist ja nicht zu stressig. Es ist ein bisschen bieder, ne, so unter den Fantasy-Welten, aber mir hat immer das DSA-Universum schon ziemlich gut gefallen, so das schwarze Auge. Okay, ja. Man sagt ja immer so ein bisschen, das wäre so die biederste Rollenspielwelt. Aber ich weiß ich bin nicht so in der Welt von Schwarzen Auge. Ich habe da nie was von gespielt oder gelesen, da gibt's ja so viel von. Ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, also ich habe auch noch kein Spiel gespielt davon. Wie viele Baby-Zombies sind hier unten bitte? Das ist ja abartig. Widerlich, die ganzen Babys, Wie lange habt ihr heute überhaupt gestreamt? Anna hat das ja auch schon gestreamt, lädst du das hoch? Ja, darum bin ich auch schon so weit, das könntet ihr natürlich euch jetzt fragen. Nein, ich lade das nicht hoch. War einfach zu viel jetzt. War scheiße, weil Horchi dabei war, ne? Nö, der Stream war schon ganz, ganz cool, aber... weil Horchi dabei war. Du bist ein Sack. Ganz schön frech, ganz schön frech, den muss man mal Maß regeln. Das hat Anna aber so gar nicht mitbekommen. Nee, hab ich auch nicht. Sie ignoriert das immer gewissenhaft. Und sagt, das hat er nicht gesagt, das hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Nein, ich hab also euch kleine Schmutzfink. Ich hab euch wirklich lieb. Mhm. Ja, jetzt glaubst wieder keiner, weißt du, das sagst du die Wahrheit. Da sagst du die Wahrheit. Der arme Gorobai ist nur missverstanden. Und wenn er auch die Wahrheit spricht. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Dödön. Solche Weisheit. Dödön. Dödön. Ich habe auch gelesen, USB-Stick ist nicht angeschlossen? Abgeschlossen. Was? Schon gut. Erreicht, wenn ich sie verstehe. Ich hab das wohl verstanden. Hä? War nichts Beleidigendes. Na eben. Das weiß ich. Das weiß er auch, dass das nichts Beleidigendes war. Das war dim dim. Dim, dim. Hä? Ach, laber doch nicht. Laber du mal nicht. Okay. Laber jetzt, labert beide mal nicht hier. Boah, Lava. Mr. Lava. Lava, mag Nephias nicht. Mr. Bombastic. So. Wir labern hier aber auch nur Mist, ne? Ja, wie immer. So geil. Oh, jetzt haben wir schon die erste offizielle Hashtag-Frage beantwortet. Die Fans lieben das. Die Fans lieben das. Bitte nehmt das nicht ernst, wenn ich das sage, bitte. Also Dado ist jetzt schon geragequittet, na toll, Nephias. Ja, hat er gehört, da hat er wieder einen TS gehört. Und ich so, oh.
Der labert wieder. Sind wir über dem Aufnahme-Channel? Ja, ne? Das wäre natürlich peinlich, das ist, wenn nicht. So im YouTube-Talk. So. Alle hören zu. Und dann so, oh, was nervt hier uns in der Aufnahme? Wir können einfach in irgendeinen öffentlichen Channel mal gehen und aufnehmen. So wie Early es mal gemacht hat. Einfach so mit der Community in irgendeinem Raum. Ja, da haben aber die Leute keine Talk-Power gehabt. Also in seinen Streams, wenn er da streamt, und da ist die ganze Community mit in seinem Channel, aber die haben keine Talkpower. Die kriegen dann nur für Fragestellen Talkpower. Ja, ist ja auch vernünftig, sonst labern sie ja alle zwischen. Ja. Aber es ist trotzdem eine witzige Idee, finde ich, so grundsätzlich. Ja, dann sind die live dabei und Nee, ich glaube, das gefällt mir so nicht. Ich glaube, ich möchte das anders machen. Was da wieder drauf? Was macht er eigentlich immer die ganze Zeit? Ich weiß nicht, was er macht. Frag ihn doch. Und Baby-Zombie! Einen erst, ey. Ich hab schon fünf. Hast du dir irgendwelche Mods reingetan, Nefias? Nee, ich hab's gestern versucht. 1.8 ist extrem kacke zu modden. Ja, ist auch gerade. Noch wahrscheinlich. Also, wie lange gibt's 1.8? Noch nicht so lange, ne? Noch nicht so lange. Also ich kriege Optifine drin. Ich kriege entweder. Also Optifine ist bei mir ein Muss. Das muss rein. Und dann brauchst du für einige Mods, zum Beispiel für die Map. Für manche Maps brauchst du den Forge-Loader, ja? Und entweder kriege ich den Forge-Loader rein oder nur Optifine. Okay. Also ich kriege nur eins von beiden rein, weil sich das bei 1.8 ganz komisch installiert. Und wenn ich manuell die Ordner, weil man kann ja manuell die Sachen einfügen in die Ordner da von Minecraft. Ja. Dann startet Minecraft gar nicht mehr. Und es gibt kaum Anleitungen, die richtig sind, weil alle Idioten, ich sag euch, ne? Ihr, alle, die damals mal für 1.6 irgendwelche Mod-Reviews gemacht haben oder Installationsanleitungen, schreibt nicht 1.8 in den fucking Titel. Ich hasse sowas. Ja, wir modden heute Version 1.6, im Titel steht aber 1.8. Ich hasse sowas. Ja, damit sie in der Suche wieder hochkommen. Ja, aber wenn ich für 1.6.1 gemacht habe, so anders kann das ja gar nicht sein, denke doch, ich mir. Doch, ist anders. Ja, aber gut, das weiß der Zuschauer nicht. Das weiß er, ist blöd. Guck mal, du hast es da rausprobiert. Ja, toll. Ja, na komm. Komm. Geschafft. Wieder ein Klick mehr. Und ein Daumen runter mehr. Ja gut, Daumen runter halt. Dann musst du mit leben als YouTuber. Damit musst du umgehen können. Doro, wo bist du hingegangen? Was? Ich sehe dich unten in der Höhle, aber ich weiß nicht, wo du bist. Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Tja, ich kenne mich hier schon aus. Ich möchte bitte an Kasse 3 abgucken. Ich kenne mich hier schon aus, ey. Und ich habe sogar einen Bogen. Bist du die Hexe? Ja. Oh mein Gott, das ist die Witch! Bist du die Hexe? Oh fuck, es ist eine Hexe! Das hat er jetzt nicht erwartet, ne? Nee. Ah, ich glaube, das Skelett. Kann ich an Vergiftung sterben? Nein. Nee, eigentlich nicht. Oh, was wäre es jetzt gewesen? Das wäre jetzt was gewesen, doch, ja, hast recht. Ich finde aber, das sagtest du, glaube ich, Anne, ich habe deine Folge heute gesehen, dass die Spielerübersicht geiler geworden ist mit den Köpfen. Ich finde die gar nicht so geil. Die sieht nur hübsch aus. Die ist mega unübersichtlich, finde ich. Wieso? Ist dann nach Namen sortiert. Alphabetisch. Ja, wenn so wenige drauf sind, geht's. Ist halt alphabetisch. Das war es vorher zwar auch, aber das wenn, war halt wenn die gestern irgendwie 15 Leute drauf sind, ist das ganz schön un... Das ist ja lächerlich. Da muss ich sogar meinen Satz beenden, ey. Lächerlich. Um gehässig zu lachen. Da muss weißt du, ja. Und du spawnst oben auf der scheiß Tafel drauf, ey. Hast du noch kein Bett, ne? Da kriegst du erstmal falsch ab. Ich hab schon in meinem... Das ist alles mit Satz. Also ich hab schon in meinem Bett... gerade hier irgendwie alles aus. Ich hab schon in meinem Bettchen geschlafen, Guru. Ich spawn da nicht mehr. Scheiße. Ist gerade Nacht, ja? Nee, ich bin hier bei Horchi in seine Höhle. Baue mir jetzt hier ein Wehchen, ey. Es kotzt mich hier an mit dem Wasser. Nein, ich Noob! Oh. Wieso Gwenz? Denkt sie, Gwenz ist gestorben? Ja, sie denkt, Gwenz ist gestorben. Wir sagen mal nichts. Guru, ungleich Gwenz! Ich bin Manuel Neuer. Oh nein! Du
muss mir eine neue Schaufel machen, das geht so nicht. Das geht so nicht weiter! Was machst du da? Hast du was zu essen, Nefi? Ja, was machst du denn in deinem Zimmerchen? Nein? Was willst du? Yeah. Danke. Aua! Nervt mich ja schon so gering. Sag doch was! Das ist ein Zombie. Hast du dein Schwert weggeworfen vor Panik? Ich bin gestorben hier. Ach hier! Da lacht er nur. Ich weiß nicht, was so witzig daran ist. Da kommen wieder Zombies. Oh, was? Wo kommen die denn alle her? Ich weiß nicht, was du die ganze Zeit macht, aber... Oh, Alter, es ist auch nicht ausgeleuchtet hier. Hier ist irgendwo ein Baby-Zombie. Da kommt er. Komm her. Mach ich mir eine Schaufel und grab trotzdem so weiter. Das ist Goro, brauchst du eine Rüstung? Brauchst du Schwerter? Ich hab genug Eisen. Okay. Ich war ja gerade in der Mine, musste dann raus, weil... Ich hoffe, du legst dein Eisen nicht auf mein Eisen. Wie bitte? Okay. Das klingt ein bisschen... Ja. Ja, wir kreuzen das Eisen nicht, Goro. Ich dachte, wir spielen nicht zusammen. Wann kommt denn jetzt endlich mal die Gay-Fanfiction? Ich will die ganze Zeit die scheiß Kiste sortieren und es geht nicht. Ich auch. Ich bin oben rechts immer drauf. Nee, ich drücke immer mittlere Maustaste. Das ist viel schlimmer. Da liegt dein Steinschwert noch. John und Left, die mal alle. Dein Steinschwert liegt noch hinter dir. Öfter im Chat stehen. Ja. Links. Hier liegt erstmal Sugar. War das auch meins? Na, Steinschwert ist egal, weißt du warum? Das hast du aber einen dicken rausgeholt. Bitte. Was sagst du dazu nicht, ja? Ist schon geil. Ich könnte dir damit auch auf den Hintern klopfen. Bitte. Gut, dass das Anne nicht gesehen hat. Hast du ihn jetzt mit dem Schwert gespankt, oder was? Nein, mit einer Schaufel. Mit einer Holzschaufel, damit die Splitter noch schön drin bleiben. War eine witzige Aktion. Ja, vor allem, weil er sich. Sollten wir mal wieder machen. Er hat sich gebückt. Der Vater guckt, die Kinder lachen. Oh. Guck mal, Julian, sag ich schon. Was haben die denn? Haus? Weißt du, die fällen hier in einem Baum? Goro, guck mal bitte. Was ist das? Was soll sowas? Was ist das für eine Logik? Die haben Baum gefällt und. Und was? Da, wo der Baum vorher einen Stamm hatte, haben sie einfach Planks hingebaut, um sich hochzubauen und den Baum zu fällen. Aber jetzt ist doch wieder genauso viel Holz am Baum wie vorher. Weil sie halt die Planks dann jetzt haben. Eigentlich nicht, weil ein Stamm gibt ja 4 Planks. Ja, aber... Oh, Putze! Was? Ist er auch dabei? Putze kommt dabei. Ja, das ist doch geil. Was? Say what? Kapuze baut erstmal ein Reich. Kann das deutsche Reich! Er hat doch gesagt, er weiß nicht, was er bauen soll. The Jones! The Jones! Jones! Vor allem, weißt du, dann fangen die an, den Baum zu fällen, aber hör nicht auf. Das sind mir die Liebsten hier. Gut, da ist ein Creeper hinter die Hennifias. Ich bin oben auf dem Ding, der kommt eh nicht hoch. Hennifias. Was hat Kapuze denn für ein Skin? Kapuze hat sich Minecraft bestimmt erstmal gekauft. Ich glaub, gleich mal gucken. Hat er einen Frauenskin? Ja, stimmt, er hat einen Frauenskin. Warum das denn? Nur so. Oh. Da will der Goro bei Marando. Das sind Weihnachtsmädchen. Ja, genau. Shit, wovon redest du? Ach, Mann. Oh, ich glaube, so könnte das funktionieren. Jetzt muss das alles weg. So, jetzt sind hier alle. Creeper. Creeper's gonna creep. Alles muss weg. Creeper's gonna creep. Creeper's gonna creep. Dum, 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 dum. Dass die auch nicht so schnell despawnen, nein. Creepers gonna creep.
Ping. Hallo. Hallo. Was ist denn? Ich höre nur hier Erfahrungspunkte, hat er bestimmt aus meinem Ofen geklaut und das Eisen wieder reingelegt. Aus deinem Ofen. So Leute, Fragen stellt ihr wie immer mit dem Hashtag, der auch in der Videobeschreibung drin steht. Ja, den können wir nämlich nicht auswendig. Den kann ich auch, ich sag den jetzt auch lieber nicht. Rewind. Rewind. Genau. Rewind. Genau, so ist der Hashtag. Er steht auch unten in der Videobeschreibung. Und den nutzt ihr einfach in den Kommentaren auf Twitter oder auf Facebook. YouTube, Facebook, wo auch immer ihr gerne Kommentare schreibt. Wir werden das schon finden. Und wenn ihr auf YouTube einen Kommentar schreibt, muss kein Hashtag dahinter. Das wäre aber schön. Das hilft der Übersicht. Ja. Richtig. So. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao.